Hallo und herzlich willkommen zu Entspannung wirkt. Ich freue mich, dass du hierher gefunden hast. Heute reist du nach Irland, auf die grüne Insel im Mittelmeer. Dort besuchst du tiefe Wälder, in denen Feen und Druiden leben. Und du entspannst in einer Burg am Kaminfeuer. Mit verschiedenen Entspannungstechniken wie dem autogenen Training kommst du immer mehr zur Ruhe und du darfst natürlich jederzeit gerne einschlafen. Und damit kann es auch schon losgehen und ich bitte dich, es dir erst einmal ganz bequem zu machen, da, wo du bist. Ist alles so, wie es sein soll? Oder möchtest du vielleicht etwas verändern? Dir eine Decke holen oder eine Türe schließen? Nimm dir ruhig einen Augenblick lang Zeit, dich einzurichten. Und vielleicht gehst du nochmal durch deinen bisherigen Tag. Lass deine Gedanken vorüberziehen, wie Wolken am Himmel. Und dann lass sie los. Lass sie los mit dem nächsten tiefen Atemzug. Genau so. Wunderbar. Und nun denk einmal an Irland. Die grüne Insel im Atlantik mit schroffen Klippen, unter denen das Wasser schäumt und Wiesen, auf denen Schafe weiden. Und warum jetzt nicht einfach weich werden im Körper? Hier und da einfach Spannung loslassen. Vielleicht im rechten Bein.
oder dem linken Arm. Irland. Das sind auch verwitterte Burgen, die auf grünen Hügeln thronen. Nebel schwebt um die Gemäuer. Und manche Menschen möchten wissen, was sich im Inneren der Burgen verbirgt. Ein uraltes Gespenst vielleicht. Oder ein gemütlich flackernder Kamin mit einem breiten Sessel davor. Hier darfst du Platz nehmen und dich entspannen. Deine Arme und Beine werden angenehm schwer. So schwer, als wären kleine Gewichte an ihnen befestigt. Während eine warme Welle der Entspannung durch deinen Körper strömt und alle Muskeln, die großen und die kleinen, wunderbar wohlig entspannt. So sinkst du noch tiefer in den Sand und gibst Gewicht ab. Getragen von dem Sessel oder einer Umarmung, wer weiß schon, wie es sich für dich anfühlt. Und ich zähle jetzt von der 1 bis zur 5. Und mit jeder Zahl lässt du doppelt so tief los. Du machst dich auf den Weg einer Reise und lässt doppelt so tief los. Zwei, vorbei an Träumen, Fantasien und wohltuenden Erinnerungen. Doppelt so tief loslassen.
3. Du spürst bereits jetzt ein wohliges Gefühl der Entspannung in deinen Gliedern. Und lässt doppelt so tief los. Während 4 dein Unbewusstes dich liebevoll umfängt und dir ein Geschenk macht. Und du doppelt so tief loslässt. Denn 5. Dein Unbewusstes weiß ganz genau, was du dir von Herzen wünschst. Und so lässt du doppelt so tief los. Zu Irland gehören auch gemütliche Kneipen. Holztische. Kerzen, von denen dick und schwer der Wachs tropft. An Messing herunterläuft. Gute Gespräche mit Freunden. Oder eine Stunde für sich allein in der Gemütlichkeit. Vielleicht mit einem vertrauten Tier. Und du, im Vertrauen darauf, von etwas gehalten zu werden, das größer ist als du, du lässt los. Entspannst deine Muskeln und deine Arme und Beine lassen noch mehr los. Deine Hände und Füße dein Brustraum wird frei und weit.
während sich Bilder an eine uralte Bibliothek zeigen. In ihr reichen Regale aus dunklem Holz bis unter die gewölbte Decke. Es riecht nach Leder, und die Bücher und Handschriften erzählen von alten Geschichten, Mythen und Sagen. Und dein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Dein schönes, kräftiges Herz ein Ort zum Träumen. Du darfst auch an keltische Druiden denken. Jene weisen Männer und Frauen, die den Himmel und die Gestirne studierten und Zaubersprüche murmelten. Priester, Philosophinnen, die Probleme lösten. So, wie sich in deinem Körper nun die Spannung lösen darf, auf magische Weise. Und während dein bewusstes Denken vielleicht noch abwartet und kritisch ist, freut sich ein anderer Teil von dir, dass dich meine Worte in einen Raum des Unbewussten begleiten. Wo du auf einen Spaziergang gehst. Und sich eine erste Tür öffnet. Jetzt. Und du lässt doppelt so tief los. Du lässt doppelt so tief los.
während Bilder von tiefen Wäldern in dir aufsteigen. Geheimnisvolle Wälder, in denen es nach Harz und Tannennadeln duftet. Und Flüsse sprudeln über moosbewachsene Steine. Und siehst du da, da vorne entspringt Wasser aus einer Quelle, die als heilig gilt. Vielleicht siehst du, wie eine Frau in einem langen Gewand, eine Kapuze auf dem Kopf, Wasser in eine Feldflasche füllt. Und wie wäre es jetzt, wenn du einen Schluck von diesem frischen und gesegneten Wasser trinkst? Diesem Wasser, das die Kraft der Natur, die Kraft des Waldes in sich gespeichert hat. Du spürst, wie sich die Flüssigkeit in deinem Körper ausbreitet. Und von innen jede Zelle umspült. Löst und lockert. Sodass du auch hier doppelt so tief loslassen darfst. Intuitiv weißt du, dir geht es von Tag zu Tag in jeder Hinsicht besser und besser. Und so gibt es nichts, was du in diesem Moment noch tun müsstest. Außer loszulassen. In den Schultern. Im Kiefer. Und auch deine Stirn glättet sich. Dabei macht es gar nichts, ob du nur leicht oder sehr tief entspannst. Ah.
Hauptsache, du lässt los. Auf deine eigene Weise und in deinem Tempo. Vielleicht fallen dir bei Irland auch tiefe Wälder ein, in denen Feen leben. Sie haben Häuser in die Hohlräume von Wurzeln gebaut und aus kleinen Schornsteinen steigt Rauch auf. Und erzählt davon, wie behaglich es in ihren Hütten ist. Vielleicht darfst du ja bei einer Fee einkehren. In ihre gute Stube. Und dich verwöhnen lassen. Es genießen, dass sie dir einen Platz in ihrem Reich anbietet. Ob du dich auf ein Sofa setzt oder an einen gedeckten Tisch. Wer weiß es schon, wovon du träumst, wenn du an das gemütliche Heim einer Fee denkst. Und so sorgt dein Unbewusstes dafür, dass du noch weiter entspannst. Dass dein Körper sich regeneriert und erholt. Und dein Kiefer weiß in diesem Moment ganz genau, was er tut, wenn er sich nun ein kleines bisschen öffnet. Sanft nach unten sackt. Und die Muskeln in deiner Zunge möchten schmelzen. Einfach zerfließen wie Eis am Feuer. Angenehm weich. Und dein Atem strömt ein wie von selbst. Er strömt ein und wieder aus, gleichmäßig und tief. Dein schöner, gelassener Atem
diese Lebenskraft. Die dich atmet seit dem Tag deiner Geburt. Während es dir heute und jetzt von Tag zu Tag in jeder Hinsicht besser und besser geht. Ich spreche nun die Ruheformeln aus dem autogenen Training für dich. Meine Beine sind schwer. Meine Beine sind ganz schwer. Meine Beine sind warm und ganz schwer. Meine Beine sind angenehm und strahlend warm. Meine Beine sind ganz schwer. Und ich bin ruhig, ganz ruhig und entspannt. Meine Arme sind schwer. Meine Arme sind ganz schwer. Meine Arme sind warm
und ganz schwer. Meine Arme sind angenehm und strahlend warm. Und meine Arme sind ganz schwer. Und ich bin ruhig. Ganz ruhig und entspannt. Mein Bauch ist warm. Mein Bauch ist angenehm und wunderbar warm. Eine sehr angenehme Wärme durchströmt meinen Bauch. Bauch ist angenehm und wunderbar warm. Meine Schultern sind schwer. Meine Schultern sind warm. Und ganz schwer.
Deine Schultern sind angenehm und strahlend warm. Meine Schultern sind ganz schwer. Und ich bin ruhig. Ruhig und entspannt. Mein Nacken ist schwer. Mein Nacken ist warm und ganz schwer. Ist angenehm und strahlend warm. Und mein Nacken ist ganz schwer. Und ich bin ruhig, ganz ruhig und entspannt. Mein ganzer Körper ist ruhig. Vollkommen ruhig und gelöst.
Mein Herz schlägt ruhig. Und mein Brustraum ist weit und frei. Mein Herz schlägt ruhig. Und mein Brustraum ist weit und frei. Wenn du magst, kannst du gerne einfach liegen bleiben und ein wenig eindösen oder sogar einschlafen. Und wenn du zurück in die wache Welt kehren möchtest, dann räkel und streck dich ganz einfach. Öffne die Augen. Und nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Ich danke dir für dein Vertrauen und verabschiede mich für heute.
Thank you.